Gina Lisa in Action. Zack, beim Künstler. Teil 2. In der letzten Folge hat Künstler Jürgen Gina das 4-Punkte-System näher gebracht. Das ist ja auch 220, ja, ganz einfach. 11,5 muss ja auch auf 220 produziert werden, Prozent. Ne? Dann nehme ich diese 11,5. Bevor es mit dem Malen losgeht, gibt es doch eine kleine Einführung in die Farbenlehre. Jetzt muss ich erstmal die Farben beginnen, wenn wir arbeiten. Okay. Hier ist zum Beispiel eine Grundfarbe, blau. Und für die Konturen ganz tiefes Dunkel. Dann habe ich noch ein Blau. Augenbrauen, vielleicht schon fast in Van Dyck-Braun. Ein Magenta und ein Gelb. Englischrot, damit die Braun nicht kommt. Oben war gebrannt. Wir können das ungefähr so ein bisschen. Dann nimmt man ein bisschen so. Das heißt hier Englischrot, hier steht Eisenoxid, ist aber fast dasselbe. Ich würde sagen, ich male jetzt mal hier den Dom. Guck mal, ich habe einen harten und weißen Pinsel. Also ich will einen harten. Ja, war ja klar. Der ist relativ hart, warte mal. Ich will einen ganz, ganz harten Pinsel. Ja, ja, nur die Ruhe. Okay, dann darf ich jetzt mal loslegen? Ja, jetzt mach ich mal auf die Kontur. Hier, guck mal, wie schön. Wunderschön. Schön gleichmäßig so verlaufend und pasteuröser. Das heißt immer dunkler. Das nennt man Strukturweiß, ne? Und wenn es ganz knallhart ist, kannst du auch hier so ein bisschen Deckweiß nehmen. Warum lachst du jetzt so? Ja, wenn die Kontur verschwindet. Guck mal, das ist ein deckendes Weiß. Ich zeig dir mal. Wie man mit einem deckenden Weiß die Kontur verschwinden lässt, wenn die übermalt ist. Was ist denn los? Ich brauche Ruhe jetzt. Ja, ich hatte gesagt, malen kann man nicht in 5 Minuten lernen. Ich wollte dir ja prügeln, aber das machen wir ja nicht. Ich muss es ein bisschen zeigen, du musst es dann aber selber machen. Nee, lass uns doch zusammen machen. Nee, du machst es selber. Eigentlich wolltest du es prügeln? Ja, reinprügeln, das ist ein bisschen hart anfassen. Ne? Der Vater sagt immer, guck mal, ja, der Junge muss halt angefasst werden. Deswegen habe ich meine ganze... Wer muss angefasst werden? Der Junge, der soll mal hart angefasst damit aus dem... Ich war ja immer Künstler und der Vater hat mich in die Lehre geschickt. Oh, ne. Und dann mussten die mich hart anfassen. Ich habe nur gelitten, deswegen bin ich Künstler geworden. Aus Rache bin ich dann Künstler geworden. Ah, verstehe. Erfolgreich geworden. Es ist schade, dass der Vater dann nicht mehr mitgekriegt hat. Weißt du, ich bin ein verlorener... Ihr Künstler habt aber irgendwie auch so... Ihr lebt in eurer eigenen Welt, ne? Ja, aber oder? Ich werde viel gemobbt. Ich habe viel Probleme hier da drüben. In meinem Stammcafé zum Beispiel, ne? Warum? Wenn die Männer sagen, geh mal arbeiten, ne? Ich mache da meine Rezepte, meine Skizzen und so. Ja, geh mal arbeiten, sitze wieder im Café hoch. Ja. Und wer sagt es? Die Männer, die jeden Morgen um 9 Uhr da sind, weil sie an die Mädchen rankommen wollen. Dann haben sie mich rausgeschmissen, ne, mit Hausverbot. Und dann haben sie selber die Servicefrauen angebaggert. Siehst du so? Ich habe gegenüber gestanden und habe alles beobachtet. Und die sind jetzt nicht mehr da. Siehst du? Ja. Aber ich bin im Viertel hier, im Belgischen Viertel, eine Institution geworden. Oh, aha. Du bist jetzt bekannt. Ich mache das von 1992 und würde sagen, da kriegt mich jetzt auch keiner mehr raus. Ah ja. Ich sage, ich habe ein Penthouse, dann irgendwann ein großes, kommst du auch wieder. Ne? Ich Was macht mache jetzt denn? Kaum noch Auftragsarbeit, aber ich arbeite nur kreativ und frei. Und das ist doch eine Gnade. Das ist wirklich eine Gnade. Ja, während der Bruder in Italien ist, macht das Urlaub, dann arbeite ich meine Kunst aus. Wenn der wiederkommt, sagt er, ja, wenn du mal Geld hast, dann komme ich auch mal vorbei. Ah, ja. Er macht dann aber erstmal den Urlaub. Ne? Das kann ich mir nicht leisten. Das ist ja interessant, ja. Aha. So, mein Bruder in der Kunst. Und ob Gina und ich auch nochmal zu Wort kommen, das seht ihr in der nächsten Folge von Gina Lisa in Action.